So, nochmal Love Island Dating Thema, immer wieder sehr kontrovers. Wir sehen jetzt gleich eine Situation mit dem, ich habe es mit dem Namen nicht, aber mit dem nach übereinstimmender Meinung schönsten Mann der Love Island Staffel. Und ja, wir sehen jetzt wieder was, was ich, gut, schließe ich ein bisschen an dieses Polaritätsvideo von neulich an. Vielleicht sind ja die Millennials, sind das Millennials oder sind, nee, das ist Generation Z. Generation Z ist das, glaube ich, ne? Vielleicht sind die da anders, wir wissen das nicht, aber ich glaube schon, dass die doch genauso sind, weil wir haben wieder die Situation, dass also dieser junge Mann dann endlich irgendjemanden gut findet und sagt, ich kann die Finger gar nicht von dir lassen, und während er vorher, weiß ich nicht, glaube, weiß nicht, wie viele X-Frauen gekorbt hat irgendwie, gesagt hat, nein, ich fühl's nicht, ich fühl's nicht. Und wie gesagt, ich kenne den nicht, aber im echten Leben kennen wir sowas halt auch, dass ja manche beim Dating halt so hohe Standards haben, das sieht ja auch super aus, da können sie das natürlich auch erlauben, dass immer so eine Gefahr läuft, dass keine gut genug ist. So, ne? Und so, jetzt ist eine gut genug und dann alles in ihr signalisiert, du kannst mich jetzt küssen, du kannst mich jetzt küssen, und er küsst sie nicht. Ich hätte eben jetzt küssen können, aber ich habe darauf gewartet, dass er den Schritt macht, weil ich wollte gucken, ob er sich das traut. Er ist echt schüchtern, also ich habe ja schon Andeutungen gemacht. Und ja, sie sagt dann auch später, boah, das ist ja total schüchtern irgendwie so. Und ich würde mal behaupten, könnt ihr, vielleicht seid ihr anderer Meinung, könnt gerne kommentieren dazu, dass das eine Frau echt abturnt, weil also sie macht es dann, und das ist auch völlig in Ordnung, darf sie, nur es führt halt häufig dazu, dass man dann vielleicht dann doch nicht mehr, also ein gutes Aussehen ist immer nur die Eintrittstür, auch für Männer, dass sie vielleicht halt schon nicht mehr so begeistert von ihm ist, weil ich, das ist immer wieder meine Erfahrung, ohne Polarität wird schwierig, eine funktionierende Beziehung aufrechtzuerhalten. Und vielleicht habt ihr auch, ach genau, wir machen jetzt auch so eine neue Reihe von Seminaren. Da soll es auch ein Flirt-Seminar geben. Könnt ihr auch schon mal gucken auf Liebeship in Berlin im Dezember noch mit Aline zusammen, wo es genau um solche Themen geht. Flirten, Smalltalk, Polarität nutzen für sich positiv, weil es einfach Spaß macht. Gut, aber könnt ihr mal schauen. Und selbst wenn es vielleicht erstmal niemanden abfuckt, also habe ich das halt häufig erlebt, gerade so im Rahmen von toxischen Beziehungen, nicht, dass dann jede Beziehung toxisch wird oder dass das nicht auch mal funktionieren kann. Natürlich kann das funktionieren. Ich kann ja immer nur so grobe Ratschläge geben, aber ja, das ist ein Eintrittstor an viele, also eine gewisse Subgruppe von manchmal eben auch toxischen Beziehungen, wo die Frau immer mehr so ins Machen kommt und der Mann sich immer mehr zurückzieht und gar nichts mehr macht und alle total genervt sind irgendwie voneinander und man sich fragt, was ist da los? Will er nicht? Ist er zu schüchtern? Mag er mich nicht? Und diese ganzen Fragen, die sich Mann oder Frau dann häufig stellt. Und also mein Rat ist immer, nehmt dem Mann die Arbeit nicht ab. So, ja, ihr sitzt als Frau sitzt ihr so am Steuer. Ne? Ihr bestimmt das ganze Tempo vom Dating-Prozess, aber ich würde dem Mann nicht die Arbeit abnehmen. So, das kann er wohl auch mal machen. Just saying. In diesem Sinne, ja,